heute zeige ich euch meine Pflegeroutine. Und zwar ist die mittlerweile sehr, sehr, sehr simpel für mich und basiert eigentlich im Grunde genommen auf natürlichen Produkten. Und ich fühle mich im Moment damit sehr wohl. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr trockene Haut. Das heißt, für Leute mit sehr öliger Haut wird das wahrscheinlich nicht wirklich was werden mit meiner Pflegeroutine. Aber wenn ihr normale bis trockene Haut habt, dann sind die Produkte wirklich toll, weil sie sehr gut pflegen und nähren und man mit wenigen Produkten einfach auskommt und es der Haut trotzdem sehr gut geht und sie sich bei euch bedanken wird. Natürlich ist bei uns das Abschminken besonders wichtig und ich liebe, liebe, liebe ja mein Liss Earl Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser. Das ist im Prinzip ein Reiniger, den ihr auf das trockene Gesicht gebt, einmassiert und dann mit warmem Wasser abnehmt. Am besten noch mit so einem Cloth, also mit so einem Musselintuch. Und das tue ich nach wie vor seit Jahren immer noch sehr, sehr gerne. Nur ist leider meine letzte Flasche alle gegangen. Das heißt, ich muss neu bestellen. Aber da das immer eine Weile dauert und ich sofort etwas benötigte, habe ich auf den Rat von meiner Freundin gehört. Und sie benutzt das hier schon seit Jahren und ist sehr, sehr zufrieden. Und zwar ist es von Lavera Basis Sensitiv, die 2-in-1 Reinigungsmilch mit Bio-Jojoba und Bio-Shea-Butter. Und da steht auch da, dass sie zum Make-up entfernen geeignet ist, auch für die Augenpartie, und die ist vegan. Und die habe ich jetzt seit einer Weile in Gebrauch, wie gesagt, an dem Tag irgendwie alle geworden und ich hatte nichts mehr und habe dann einfach gehofft, dass sie gut ist. Und ich muss sagen, sie ist wirklich gut. Also man benutzt bei beiden Produkten übrigens zwei Phasen. Also man benutzt sie einfach zweimal, um einfach alles abzubekommen vom Gesicht. Und das tut sie aber sehr, sehr gut. Ich benutze die auch ganz einfach auf dem trockenen Gesicht, genauso wie den Reiniger von Liss Earl auf dem trockenen Gesicht. Massiere die gut in die Haut ein und gebe das Ganze auch auf die Augen drauf. Und damit geht auch der Mascara und Eyeliner, Lidschatten und so weiter alles ab. Und nehme dann das Musselintuch und das ist dann mit warmem bzw. heißem Wasser getränkt. Und mit diesem nehme ich sozusagen das komplette Make-up ab. Und wenn das Gesicht dann einmal gereinigt ist, mache ich dasselbe nochmal mit dem gleichen Reiniger. Und wie gesagt, danach ist mein Gesicht sehr gut gereinigt, schwand aber nicht, wie zum Beispiel bei einem Produkt mit Sulfaten. Ich habe ja vor Jahren mal diese Waschlotion von Valea vorgestellt, weil die eben sehr gut gereinigt hat, aber da sind eben Sulfate beinhaltet. Und ich habe immer gemerkt, wie meine Haut sehr gespannt hat und trocken wirkte und ich sofort cremen musste. Das habe ich bei keinem von diesen Reinigern. Und das Produkt kostet, glaube ich, um die 5, 6 Euro. Danach gehe ich gelegentlich, also sagen wir mal so vielleicht jeden zweiten Tag, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, aber mit diesem Art Schwamm drüber. Das ist neu von DM, von Ebelin, von der Eigenmarke. Und das ist so ein Gummi-Plastikteil und eben wie so eine Peeling-Bürste. Kann man hier so zwischen die Finger nehmen und dann auch über das Gesicht gehen. Ich mache das, nachdem ich mit diesem Reiniger fertig bin, mein Gesicht eben noch angefeuchtet ist, gehe ich da drüber und ich dachte erst, oh Gott, das ist bestimmt total kratzig wie diese anderen normalen Bürsten fürs Gesicht, aber die sind so weich, aber peelen sehr, sehr sanft und gefällt mir zurzeit sehr, sehr gut. Dann auch so alle zwei Tage, beziehungsweise eher so ein bis zweimal die Woche, wenn ich es nicht vergesse, benutze ich mein Nose Pack von The Face Shop, was ich schon tausendmal in die Kamera gehalten habe. Und ja, das ist, sind wie diese Nose Strips, nur eben als Paste. Und nach wie vor ist das einfach das beste Produkt, finde ich, was es da auf dem Markt gibt. Und ja, bin ich sehr zufrieden. Mein Gesicht ist dann nach der Reinigung langsam am Trocknen. Und dann befeuchte ich es mit dem Rosenwasser Vital Spray and Tonic von Aperon, glaube ich. Habe ich auf einem Blog gefunden und dann bei naturdrogerie.de bestellt. Und es kommt in einer Glasflasche, was fürs Reisen nicht so toll ist, aber halt sehr umweltbewusst ist. Auch mit einem Pumpspender. Das muss man sehr gut schütteln. Und das spray ich dann über das ganze Gesicht, auch zum Beispiel den Hals und das Dekolleté, falls es auch gecremt werden soll danach. Und es bereitet die Haut sehr, sehr gut vor fürs Cremen danach, weil die Haut dann einfach die Creme schneller absorbiert, gut aufnehmen kann und ihr das dann nicht so auf der Haut liegen habt,
sehr gut auch für morgens eben, wenn ihr trockene Haut habt und immer das Problem, dass es klebt, dass es auf der Haut bleibt, ihr lange warten müsst, bis ihr Make-up auftragen könnt, kann ich euch nur empfehlen. Und ich mag das eben so gerne, das ist, ist nur Wasser und der Blütenextrakt der Damascena-Rose. Heißt keine Konservierungsstoffe, kein Alkohol, kein Glycerin, gar nichts. Und das tut meiner Haut unheimlich gut und ist sehr beruhigend. Und danach gebe ich eine sehr reichhaltige Creme auf das Gesicht. Ich hatte ja die von Rogaia und mochte die sehr gern. Im Moment benutze ich seit 1000 Jahren, so kommt es mir zumindest vor, die Moo London Organic White Chocolate Truffle Creme mit Shea Butter und Jojobaöl. Und es ist im Prinzip ähnlich wie die von Rogaia, einfach eine ganz feste Creme. Diese hier ist aber noch ein bisschen mousseartiger, ein bisschen wie aufgeschlagen, die von Rogaia war fester. Riecht unheimlich gut. Jedes Mal, wenn ich die auftrage, mal meine Freundin, hä, was hast du denn da aufgetragen? Das riecht so gut, lecker. Das ist immer die Creme. Und dadurch, dass die eben so fest ist und sehr reichhaltig, benötigt man sehr wenig davon. Das heißt, mit diesem Produkt kommt man wirklich extrem lange aus. Also ich habe das jetzt wirklich schon Monate und da ist noch nicht mal die Hälfte raus. Er ist sehr reichhaltig, zieht mit Hilfe von dem Gesichtswasser auch relativ schnell ein. Obwohl ich dann sagen muss, wenn es alle ist, würde ich halt schon noch mal gucken, ob es was gibt, was noch schneller einzieht, weil man halt doch schon ein bisschen in Stress kommt mit dieser Creme, wenn man keine Zeit hat. Aber die Inhaltsstoffe sind einwandfrei, vegan und ist halt eine ganz kleine Manufaktur. Und das finde ich sehr unterstützenswert. Und ich glaube, jetzt habe ich so schnell gesprochen, mir kam es zumindest vor, als hätte ich total schnell gesprochen. Habe ich wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich trotzdem lang. Wie dem auch sei, das war's zu meiner Pflegeroutine. Also früher habe ich extrem viele Sachen gehabt und für jedes Teil irgendwie eine extra Creme und dies und das und jenes. Und ich muss sagen, ich komme mit den Produkten einfach sehr gut aus und ja. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Maske hier auftrage von The Face Shop, dann schaut euch gerne dieses Video an. Da zeige ich euch, wie ich sie auftrage, was man am besten beachtet und wie ihr die aus Deutschland bekommt. Und ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mein letztes Video auch schaut, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da geht es so um meine Küchenbasics, was meine eben Ernährung angeht, gesunde Basics, die ich gerne in meiner Küche habe und die wir ja, mit denen wir sehr zufrieden sind, mit denen wir hier kochen und backen und die uns sehr gut tun. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!